this is the treasure you brought back? Incredible! Man, you sure are a first-rate adventurer. I'm home. You all haven't changed a bit. Yo, Fina! Now it's my turn! Yo there! Welcome home, Fina. Boy, I missed you. How you been? I'm doing great. And the treasure, as you can see, it's just perfect. Fina! You've outdone yourself again. I'm so happy to see your smiling face. Long time no see, Captain. You look well, too. Fina, I thought I'd never see the golden legacy of the legendary pirate Warren with my own two eyes. Isn't it great? To tell the truth, I had a bit of trouble. It was one trap after another. Whoever set them sure had a bad attitude. They might catch some bumbling adventurer, but they can't catch me. At the very end, though, I thought I was done for when I had these giant boulders on my tail, but I quickly found a cave in the side and jumped in. Whoa, hang on. Let's not waste a good story. Let's go sit down. You can take your time and tell me about your adventure down below. I'll have the men carry your treasure. Okay, Captain. Can you guys take care of this stuff? Yeah, sure thing. Yeah. Catch up with you later. Hä? Wer seid ihr zwei? Noch nie vorher gesehen. Nun, ich bin Justin. Wow, ein Mädchen? Der größte Abenteurer in der neuen Welt ist ein Mädchen. Das ist so cool und hübsch ist sie auch, stimmt's, Justin? Danke. Captain, können Sie uns vorstellen? Natürlich, Fina. Das sind unsere Schiffsjungen Justin und Sue. Ich heiße Fina, freut mich. Sag mal, Justin, begrüßen wir Sie mit dem 5-Hoch-Gruß? Okay, den haben wir gerade geübt. Ich bin Justin, freut mich. Wisst ihr denn nicht, dieser Gruß gilt nur, wenn ihr richtige Matrosen seid? Okay, jetzt geben wir uns die Hand. Den 5-Hoch-Gruß heben wir uns auf, bis ihr richtige Matrosen seid. Komm weiter, Fina, vergiss die Arbeit nicht. Justin! Ihr zwei, viel Glück bei der Arbeit. Tja, sollen wir gehen, Captain? Tja. Sie hat mich wie ein Kind behandelt. Aber sie ist so cool. Ich wäre gern wie sie. Vielleicht hätte sie dich nicht wie ein Kind behandelt, wenn du sie nicht so angestammelt hättest und nicht so rot geworden wärst. Der größte Abenteurer in der neuen Welt. Sie war ziemlich clever. Dieses Schiff ist echt voll groß. Vor allem, was sind diese ganzen abgedeckten Dinger da in der Mitte des Schiffes? Überhaupt keinen Spaß. Sollte ich schon wieder putzen. Nicht wieder ich. Besser als über Bord zu Bord gehen, oder? Es ist deine Schuld. So, können wir jetzt... Hey, es ist schon sauber. Wer hat das Deck für uns geschrubbt? Hey, ihr zwei, es wird Zeit. Aus dir wird nie ein echter Matrose, wenn du nicht aus dem Bett kommst. Guten Morgen, Justin und Sue. Sieht aus, als würde es heute heiß. Du weißt unseren Namen noch? Ich bin geschockt. Ein Spitzenabenteuer braucht ein erstklassiges Gedächtnis. Oder ich glaube es zumindest. Der Captain hat mir von euch erzählt. Da dachte ich, ich rede mal mit euch. Ich dachte, ich rede mit euch, während ihr das Deck schrubbt, aber ihr brauchtet so lange, hierher zu kommen. In diesem Tempo dauert es noch lange, bis ihr richtige Matrosen seid. Jesus, bist du aber hart!
Ich bin ein Abenteurer. Für mich ist das okay so. Ein Abenteurer? Warte mal. Der Captain sagte, du seist ein Schiffsjunge. Das ist doch nur Tarnung. Ich habe eine gute Titelstory. Du weißt das, Subaina. Nein, erzähl es ihr. Ich erzähle es ihr. Das Problem war, dass Justin versucht hat, mich zurückzulassen. Zurückzulassen? Jetzt hör mal zu, Fena. Justin ist so schrecklich. Und das ist alles. Ich bin doch ein großer Abenteurer. Stimmt's? Du siehst also, dass alles Justins Schuld ist, oder? Ich sehe, dass ihr zwei richtig gute Freunde seid. Wenn ihr zwei seid aber witzig. So habe ich lange nicht mehr gelacht. Hör mal, Fena, erzähl uns was von dir. Es ist unfair, nur von uns zu reden. Das stimmt. Was wollt ihr denn wissen? Erzähl uns von deinen Abenteuern. Das lässt sich schwer in ein paar Worten sagen. Ach, wir haben noch viel Zeit, bis wir nach Neuparm kommen. Also erzähle ich euch jeden Tag ein bisschen. Das heißt, dass wir auch eine ganze Zeit lang Decks schrubben werden. Schiffsjungen haben es schwer. Ihr schafft das, ich helfe euch auch. Zusammen macht es bestimmt Spaß. Yeah, danke, Fina. Wie kann ich die neue Welt entdecken? Also, Justin, du möchtest der größte Abenteurer der Welt werden? Wir gehen zur Abenteurerliga in Neuparm, Fina. Bist du auch Mitglied? Na klar bin ich Mitglied. Großartig, ich werde auch ein Mitglied und ich werde ein noch besserer Abenteurer. Ich denke schon. Ich gehe mit dir auf Abenteuer. Das macht bestimmt Spaß. Fina, lebst du in Neuparm? Wo ich lebe? Ich wohne bei Neuparm und lebe allein. Mein Leben ist sorgenfrei. Alleine? Du bist cool, Fina. Bist du nicht einsam? Meine Eltern sind lange tot. Ich habe mit meiner großen Schwester zusammen gewohnt, aber nun nicht mehr. Wow, alleine in der neuen Welt leben. Fina, das ist so cool. Jetzt wird es dunkel. Mir gefällt dieser Wind nicht. Und plötzlich die Möwen. Ich werde zum Captain gehen. Justin und Sue, ihr solltet in eure Kajüten gehen. Bis bald. Sie hat so fröhlich gelacht und jetzt ist sie so ernst. Was ist bloß los? Guck doch mal, Justin. Plötzlich sind überhaupt keine Möwen mehr da. Du hast recht. Ich glaube, es wird etwas Interessantes passieren. Das werden wir herausfinden, Sue. Ja, wir werden jetzt erstmal zum Captain gehen, würde ich mal sagen, ne? Und Fina und den Captain belauschen. Und dafür müssten wir in die andere Richtung gehen. Ja, ich bin ernsthaft hochgradig intelligent und warum hat man diese Kiste so dahingestellt, dass man nur auf der anderen Seite daran vorbeigehen kann? Wofür stehen überhaupt diese Plan? Was zum Henker ist darunter? Da, Captain. Nein, da wollte ich nicht hin. Mir fällt das Headset vom Kopf. Da wollte ich nicht hin, ich wollte zum Captain. Ich wollte zu El Capitano. El Capitano, wo bist du? Wo bist du da? Der Kapitän. Der Kapitän. Der Kapitän. Kapitän, ein Sturm ist aufgezogen. Das Meer ist unruhig. Seltsame Wolken ziehen heran. Das gibt Ärger. Ich rufe die Männer zusammen. Aber nicht nur das. Ich habe eine schlechte Vorahnung. Sieh mal zu, das nennen die Seekarte. Es ist eine Karte des Ozeans.
Oh, Justin, du bist so gemein. Ich bin zu klein, um etwas sehen zu können. Fina, was ist denn los? Stimmt etwas nicht? Macht euch keine Sorgen, Justin und Sue. Geht in eure Kajüten und ruht aus. Justin, lass uns in unsere Kajüten gehen. Es gibt bestimmt großen Ärger. Kapitän, wir müssen den Kurs so weit wie möglich ändern. Schnell versammeln Sie die Männer. Aber Fina, diese böse Vorahnung von dir. Könnte es sein, könnte es das legendäre Geisterschiff sein? Nicht schon wieder dieses Schiff. Vergesst das. Das ist nur ein Aberglaube. Ein Geisterschiff? Erzähl mir auch davon. Justin, hast du nicht gehört? Ich sagte doch, ihr sollt in eure Kajüten bleiben. Nicht fair. Können wir nicht ein bisschen bleiben? Das ist kein Abenteurerspiel von Kindern. Seid lieb und tut, was ich sage. Fräulein Fina, mein Gott, sofort an Deck kommen. Hä? Kapitän, sagen Sie den Männern, sie sollen ruhig bleiben. Die Passagiere werden Panik machen. Ich kann es nicht aushalten. Wenn das wirklich das Geisterschiff ist, sind wir verloren. Dann sind wir verloren. Justin, lass uns in unsere Kajüten gehen. Wir können jetzt nicht gehen. Ich rieche ein großes Abenteuer. Lass uns an Deck gehen und gucken. Gucken ist ein richtig tolles Abenteuer. Ich gucke auch mega gerne. Bum, bum, bum. Warte, Justin! Sieh dir das an! Das ist wohl das legendäre Geisterschiff, von dem eben schon geredet wurde. Unglaublich, ein echtes Geisterschiff! Unglaublich! Wow, echt beeindruckend! Ich habe mich entschieden, mein erstes großes Abenteuer werde ich auf diesem Geisterschiff da bestehen. So was Lasches gibt es denn auf diesem ganzen Schiff? Keinen einzigen tapferen Seemann. Hey, das ist doch Finas Stimme. Da drüben, Justin. Zack. Also eines wissen wir jetzt sicher. Wenn wir uns nicht um dieses geheimnisvolle Schiff kümmern, können wir nie lebendig nach Elencia. Das geht nicht mehr bloß die Besatzung, sondern auch die Passagiere an. Zeigt ihnen, dass ein Seemann Mumm hat. Na los, Kapitän, geben Sie Ihren Männern Anweisungen. Oh nein, wir sind erledigt. Da ist wirklich ein Geisterschiff. Wir werden alle sterben. Das ist doch bloß ein Wrack. Reiner Aberglauben, das Geisterschiff. Aber wir müssen das Schiff flott machen. Siehst du, seit das Schiff dort aufgetaucht ist, liegt unseres fest. Und das trotz voller Kraft voraus. Aha. Nehmen Sie sich zusammen. Wir müssen zusammenarbeiten oder wir saufen allesamt ab. Aber Fina, was können wir denn ausrichten? Wir haben es mit einem Geisterschiff zu tun. Wir sind einfache Seeleute, ja. Wenn das Schiff sich nicht rührt, dann können wir gar nichts machen. Nicht so mutlos! Ihr seid doch tapfere Seeleute auf allen Meeren zu Haus! Das Geheimnis um das Schiff lüfte ich. Also, wer kommt mit mir an Bord dieses Schiffs dort? Findet sich hier nicht ein tapferer Mann?
Doch, Justin kommt mit. Keine Sorge, Fina, wir kommen mit. Justin? Jetzt schaut euch das an, Leute. Sogar diese Kids hier zeigen Tapferkeit. Ist denn kein tapferer Mann unter euch, der mich begleitet? Ich hab dir doch gesagt, ich komme mit auf dieses Schiff. Und aus den Geistern mache ich Kleinholz. Geister? Du kapierst's nie. Hör zu, Justin, solange du an Geister glaubst, wird nie ein Abenteurer aus dir. Justin und Sue, ihr wartet einfach auf diesem Schiff. Unfair, dir das Abenteuer zu krallen. Jetzt ist es ein richtiges Abenteuer. Da ist es unfair, wenn du den ganzen Spaß für dich allein willst. Justin, denk nicht so plump. Abenteuer sind kein Kinderspiel. Man kann dabei sogar ums Leben kommen. Denk daran, dann siehst du, dass ein echtes Abenteuer für dich zu gefährlich ist. Dir fehlt Erfahrung. Wenn ich nicht gehe, wer dann? Endlich komme ich mal in den Genuss eines Abenteuers. Auch ich bin Abenteurer. Du kennst doch die Lage. Wer weiß, ob du zu irgendwas Nütze sein wirst, Justin. Dieses Schiff verbietet es, jemanden mitzunehmen, der im Weg rumsteht. Das sagt mir meine Intuition. Ich mache mir Sorgen um dich. Aber ich mache mir um dich Sorgen, Fina. Wie kann ich ein Mädchen allein auf dieses gefährliche Schiff lassen? Ein Mädchen? Wie ungehobelt. Ich bin Profi-Abenteurer. So blauäugig bin ich nicht, dass sich ein Amateur wie du um mich Sorgen machen müsste. Ah, das ist zu viel für mich. Dann mache ich es eben auf eigene Faust. Komm, Sue. Hä? Aber... Oh, was mache ich jetzt? Bereit, auf das Geisterschiff zu gehen, wie du gesagt hast, Fina. Keine Zeit für Späße. Ist ja gut, Justin, wir gehen gemeinsam. Aber wenn du auch nur ein bisschen im Weg rumstehst, dann gehst du sofort zurück. Versprochen? In Ordnung, natürlich, überlass das nur mir. Na los, genug gealbert, packen wir es an. Justin, Sue? Hey, was macht ihr da? Ihr wollt wirklich auf das Schiff da? Aber sonst geht's euch gut. Und jetzt klettern wir da hoch. Wir haben jetzt Fina in unserer Gruppe. Deswegen läuft sie auch so hinter uns her. Und jetzt sind wir auf dem Geisterschiff. Wow, was für ein unglaubliches Schiff. Ein echtes Geisterschiff. Du wirst doch nicht kneifen, Justin. Geister lauter Hirngespinste. Mach dich nicht lächerlich. Ich habe doch vor so einem Schiff keine Angst. Aber Justin, wie kommen wir da runter? Wie wir da runterkommen? Schau, so kommen wir da runter. Hüpp. Oh, dieser Justin. Justin, so warte doch. Bon, bon, bon. Ja, das ist so aufregend. Reg dich nicht zu sehr auf, Justin. Wer weiß, was noch passiert. Tut mir sehr leid, mein Abenteurerblut kommt durch. Ich kann nichts dafür. So. Ich glaube, man kann da runtergehen. Ich gehe zuerst, dann folgt ihr beide mir. Okay, hüpp, hüpp. Jetzt sind wir in den Innereien dieses Schiffs. Wow, stockdunkel, nichts zu sehen. Ihr zwei seid nicht übermütig, passt auf eure Füße auf. Das kann ich doch im Schlaf. Kein Problem für einen spitzen Abenteurer. Hä?
Was ist das? Es ist weich und warm und... Justin, you pervert! Autsch! Justin, was glaubst du, tust du gerade? Autsch, es ist deine Schuld. Einfach stehen bleiben, wenn du vor mir gehst. Ach, vergiss es doch. Ich will gar nicht wissen, wo er ihr hingepackt hat. Also weiter, wir dürfen keine Zeit verlieren. Sie ist auf jeden Fall extrem rot geworden. Justin, dein Gesicht ist rot. Ja, nicht nur seins. So, und wir haben hier an dieser Stelle einen Speicherpunkt und an dem heilen wir uns und speichern. Und danach würde ich dann einfach mal sagen, sehen wir uns bei der nächsten Session von Grandia wieder. Vergesst nicht, den Part zu bewerten. Schreibt mir nette Kommentare. Bis dann, Leute. Ciao.